willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ja, Schumi hat sein Actros MP3 Mod jetzt nochmal verfeinert und wir sind jetzt aktuell bei Version 1.8 und das schauen wir uns jetzt doch nochmal an, was jetzt hier Neues mit hinzugekommen ist. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, alles, ich werde nochmal unten als Spoiler anhängen, was jetzt alles hier mit neu mit hinzugekommen ist, damit ihr das praktisch seht, was Neues. Aber wir gucken uns das jetzt einfach mal so ein bisschen an, was wir hier so Neues alles machen können. Wir bleiben mal bei der Version 4x2, haben dann dementsprechend hier einen neuen Sound, habe ich rausgelesen, konnte man rauslesen, dass wir jetzt hier einen neuen Soundmod oder neue Sounds mit drin haben. Und hier mit Rieur haben wir jetzt mit blauem Display und so, natürlich auch in der englischen UK-Version. Dann hier hat sich nichts geändert, das ist alles ganz normal geblieben, ganz normale Skins halt, ne? So wie wir sie halt kennen. Die funktionieren jetzt hier soweit auch ganz gut, hier diese neuen DLC-Dinger. Und hier haben wir jetzt freie Slots praktisch. Hat jetzt hier praktisch mit freie Slots hingemacht, da kann man sich dementsprechend hier irgendwelche Röhren hin basteln, wenn man möchte. Dann hier vielleicht noch rundum leuchten. So, oder die großen, das ist wurscht, wie man halt gerade möchte. So, Sonnenblende haben wir keine neue. Das ist das Raven. Flak DLC brauche ich auch nicht zeigen. Die lackierten Spiegel auch nicht, aber die Seitenscheiben, also die Fensteraufkleber, gut, die habe ich in den vorigen Versionen schon mal gezeigt. Da ist eigentlich auch nichts Neues hinzugekommen. Auf der anderen Seite natürlich das ganz dasselbe. Hier ist auch nichts mit dabei. Dann machen wir jetzt mal das hier und dann machen wir jetzt hier mal das. Machen wir hier noch hin, ja. Rot. Actros. So. Dann haben wir hier noch einen Regensensor mit hinzugekommen. Das Navi und so, das machen wir später. Plaste. Und dementsprechend kann man jetzt hier, haben wir jetzt die Möglichkeit, dass man jetzt hier schöne LED hinpflastern kann. Natürlich auch hier die Strobo-Version. Die kann man hier mal reinsetzen. Und dann sieht es halt dann so aus, ne? Die lassen wir jetzt auch mal drin, dass man das mal gesehen hat, dass jetzt hier natürlich die Möglichkeit gibt. War vorher nicht so der Fall. Konnte man nicht machen. Stoßstange, Plaste. Die Nebelwerfer lassen wir mal an. Die RL-Version funktioniert natürlich auch bei der großen und bei der kleinen Kabine. Und Mood Flaps. Dann haben wir hier natürlich noch, das lassen wir alles so. Plaste. Bluetech Euro 5. Oder Bluetech EEV. Mit Spoiler. Passt gerade so hin hier mit allem drum und dran. Dann würde ich sagen, lassen wir das heute mal so. Dann haben wir hier, zwei Versionen hier vom Auspuff. Verkleidungen haben auch zwei. Lackiert oder halt so, ne? Und hinten dementsprechend auch die Verkleidung für die Reifen. Kann man aber auch weglassen. Ist meines Wissens sogar verboten, so zu fahren, wenn man keinen Trailer dran hat. Das nochmal so am Rande. So, im Interieur haben wir natürlich zwei Lenkräder. Wir haben Navi, haben wir hier weiß und schwarz und das normale von STS. Was jetzt hier ein bisschen so schräg drauf sitzt, sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier ein Telefon jetzt mit hinterlegt. Anbaupunkte haben wir noch das eine oder andere. Machen wir mal, wo ist hier unser Weihnachtsmann? Da ist er. Mit dem Zeug will ich mir eigentlich hier gar nicht so lange aufhalten, aber ich zeige es trotzdem nochmal. So, Weihnachten ist eigentlich schon Weihnachten. Na komm, da machen wir was anderes. Nämlich, hier steht dann nochmal Actros mit drin, ne? Das Actros Logo. Und ist halt in sämtlichen verschiedenen Farben. So, hier steht Actros oder halt hier nur das Logo oder ein klein oder ein groß. Wie auch immer, könnt ihr euch ja dann aussuchen. So sieht es jetzt aus im Spechthaus. Schick, schick, schick. Ich zeige euch jetzt hier natürlich noch die kleinen Varianten natürlich, was wir hier noch so für Möglichkeiten haben. Also sonst bleibt alles gleich. Mal schauen, Spoiler hat man jetzt hier bei dem kleinen oder bei der kleinen Karosse nicht. Aber natürlich halt dafür die Slots halt, ne? Oder halt dann dementsprechend Bügel.
Aber die einfachen Slots hat man halt mit dabei. Hier haben wir keinen Spoiler. Was ein bisschen schade ist, weil ich die Spoiler ganz schick finde. Aber nichtsdestotrotz, so sieht er ja auch ganz schick aus. Große Kabine, ne? Aktuell ohne Spoiler. Hier natürlich wieder mit den jeweiligen Slots mit dabei. Und hier ist das Einzige, was man hier nicht hat, ist, man hat hier keine Rundumleuchte mehr oben drauf. Also diese große, ne? Die kann man sich hier nicht draufsetzen. Hier natürlich auch wieder alles in Plaste. Oder halt auch nicht, das muss man sehen. Und natürlich mit Chrom. Hier hat man diese Chrom-Varianten mit drin. Kunststoff, wenn man möchte. Und ein paar mehr Anbaupunkte. Hier haben wir dann eine beleuchtete. Warte mal, wo ist sie denn? Steht zwar beleuchtete Frontleiste, aber ich kann sie nicht sehen. Egal. Hier haben wir nichts Neues mit dabei. Hier ist auch nichts und da auch nicht. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Also hier dieses funktioniert, diese Chromleiste funktioniert, wenn es lackiert ist. Na, das noch so mal am Rande. Und jetzt hier natürlich hinten den Spoiler, wenn man möchte. Und hier ist natürlich auch alles dasselbe. Und Interieur natürlich bleibt sich dann auch soweit alles gleich. Natürlich mit animiertem Lenkrad, werdet ihr gleich sehen, wenn ich den Motor starte. Und natürlich nur den Sound, man hört es auch schon gleich. Dashboard ist anders gehalten, jetzt hier in Blau. Sieht alles schon sehr, sehr, sehr schick aus. Jetzt hier mit dem Telefon drin, mit dem Navi hier so schräg dran. Ja, sieht schick aus. Und natürlich den neuen Soundmod. Kann man den Original SCS Actros ein bisschen aufwerten. Sieht natürlich aber auch so ganz schick aus. Kann ich hier auch die rote Lampe sehen, die kleine rote? Ich hoffe, dass man es erkennen kann. Das ist es, wenn man jetzt hier draußen die Rundumleuchten anmacht, dann hat man hier so diese rote Lampe an. Ne? Das ist auch ganz schick, dass man weiß, hier draußen ist die Rundumleuchte an. Coole Sache. Kommen wir mal zum Fazit. Also bei der Version 1.8 sind viele neue Sachen hinzugekommen. Diesmal ein bisschen mehr als wie in der vorigen Version, finde ich ganz schick. Vor allen Dingen auch jetzt, dass man vorne im Grill Lampen mit reinbauen kann, ist echt ganz toll. Natürlich auch der Soundmod, was jetzt hier mit dabei ist. Also wenn man jetzt einen anderen Soundmod, ich glaube, das ist der von Kriechbaum, wenn ich mich nicht täusche, ist jetzt auch hier mit dabei. Das Dashboard ist überarbeitet worden, so wie hier vorne Regensensor und noch anderes Klimbim. So wie das Navi hier zum Beispiel und das Telefon. Und natürlich, wenn man hier die Rundumleuchte anmacht, jetzt muss ich mal gucken, da war sie, dann geht hier natürlich auch die Lampe an, da sieht man es. Und schon ist sie wieder aus. Also das ist auch noch mit dabei. LKW ist nicht groß, hat nur 20 MB, wenn ihr euch den runterladet, also ist jetzt hier nicht irgendwie großartig. Macht also jetzt nicht irgendwie großartig Probleme oder so. Auch für Leute, die einen schwächeren PC haben, ist der auch sehr, sehr, sehr gut geeignet. So, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen zu dem Mod hier. Dann wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß beim Herunterladen und dann beim Spielen. Lasst einen Daumen da, nicht nur für mich, sondern natürlich auch für Schumi.
Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend und macht's gut. Bis bald. Ciao. Mm-hmm.